Tour 2017 gewinnen. Und die Saison 2017-2018, die ist heute Abend lanciert worden. Und die Fragen sind ja immer die ähnlichen. Wie kommt der FC Basel, neu formierter Verein, in die Gänge dieser Saison? Wie sieht das aus mit der Distanz zwischen dem Meister und dem Zweiten in der Schweizer Meisterschaft von der vergangenen Saison, den Young Boys? Und es hat heute Abend die ersten Antworten auf diese Fragen gegeben. Eine grössere Bühne hat sich der Raphael Wicki für seine Premiere als Cheftrainer vom FCB nicht können aussuchen. Über 30'000 haben ihn im Stade de Suisse beobachtet. Und genau gleich ist es am neuen Goalie von den Berner, von den Young Boys, gegangen. Grösser könnte die Herausforderung für Super League-Debüt kaum sein. David von Balmos wird gleich vom Meister gefordert. Der erste Schuss aufs Tor nach 9 Minuten. Kein Problem für den 22-jährigen Emmentaler, der zuletzt an Winterthur ausgeliehen war. Es ist ein intensives, kampfbetontes Spiel. Sanogo gegen Steffen, der verletzt sich dabei, kann aber weitermachen. Die erste Karte holt sich Matthias Delgado nach dem Foul an Ebischer völlig zurecht. Wenig später Guillaume Moirot, ohne Rücksicht auf Verluste gegen Watzlik. Auch dafür gibt's Gelb, auch dafür völlig zurecht. Glück für Watzlik, dass er sich nicht verletzt. Dann nochmals Delgado, diesmal Glück für ihn, dass es für dieses Einsteigen gegen Ebischer nicht Gelb-Rot gibt von Schiedsrichter Stefan Klossner. Raphael Wicki muss die Taktik also noch nicht über den Haufen werfen. Erstmals richtig Torgefahr gibt's nach 25 Minuten. Soleimani schüttelt Triveros ab. Gute Schussposition, schlechter Abschluss. Ibe operiert meist mit langen, hohen Bällen auf Waro, der dann ablegt. Hier auf Assalé, dann Rave, der ist durch, aber Watzlik weiter unerschrocken. Der tschechische Keeper einen Hauch vor Rave am Ball. Auf der anderen Seite Ekbal Zuffi. Michael Lang und von Balmos macht alles richtig. Dann wieder Kampf mit Haken und Ösen oder Ellbogen von Chaka gegen Waro. Der muss blutend raus und gepflegt werden. Während Chaka ohne Karte bleibt und Stefan Klossner gestenreich erklärt, dass es ein Eigenverschulden war. Guillaume Waro kann schließlich etwas ramponiert weitermachen. Wenig später ist Halbzeit. Keine Tore, aber viel Redebedarf. Zweite Halbzeit, Ekbal Basel. Luca Zuffi. Und Ricky van Wolfswinkel, der Königstransfer der Basler, bisher kaum gesehen. Immerhin, hier provoziert er die nächste gelbe Karte. Nuhu wird nach diesem Einsteigen verwarnt. Die Young Boys weiter mit langen Bällen. Rave. Und plötzlich in der Mitte völlig frei Assalé. Ja, den darf ein Stürmer auch reinmachen. Gute Vorarbeit von Rave und dann trifft Assalé nur das Außennetz. Aber die Gastgeber bleiben dran. Rave. Benito. Wieder Rave. Und jetzt, Achtung, Lorik Rave. Klasse Tor. 1:0 für die Young Boys, 58. Minute. Da lässt Rave Luca Zuffi ganz alt aussehen und trifft dann ganz genau. Keine Chance für Watzlik. Die Berner, die letzte Saison ihre beiden Heimspiele gegen Basel gewonnen haben, bringen nun auch den neuen Basel-Trainer zum Nachdenken. Und sie setzen nach, sind in der zweiten Halbzeit klar besser. Mbabu, Soleimani verpasst den Doppelschlag innerhalb einer Minute. Ja, besser kann man fast nicht zum Abschluss kommen. Wicki reagiert mit einem Doppelwechsel, bringt Bua und Balanta für Elionussi und Riveros. Basel allerdings lange nicht so zielstrebig wie die Berner. Ab und zu schöne Kombinationen, aber ohne Abschlussgefahr. Van Wolfswinkel bringt den Ball auch nicht aufs Tor. 71. Minute. 5 Minuten später Soleimani.
Schlampig gegen Lang, der setzt sich auch gegen Benito durch. Und in der Mitte fällt Van Wolfswinkel, möchte einen Penalty, bekommt ihn nicht. Eine leichte Berührung von Nuhu reicht natürlich nicht für einen Penalty. Und schon wieder Gefahr auf der anderen Seite. Mbabu. Der eingewechselte Sow bringt den Ball nicht wunschgemäß unter Kontrolle und scheitert schließlich an Watzlik. 80. Minute. Freistoß für Ibe Sulemani. Wow! Traumtor! 2:0. Er hat zweimal verzogen, aber hier trifft er perfekt. Miralem Sulemani, das müssen eigentlich die drei Punkte sein für die Young Boys. Basel versucht zu reagieren. Weiter Einwurf von Steffen. Und Lang, knapp vorbei. Aber nicht, weil Lang daneben geschossen hat, sondern weil von Balmos mit einer Glanzparade den Ball entscheidend ablenkt. Raphael Vicky droht ein Fehlstart. Ganz im Gegensatz zu David von Balmos. Traumdebüt für den 22-jährigen IB-Keeper. Er hält den Sieg fest. Denn wenig später ist Schluss. Hütter jubelt, Vicky nicht. Die Young Boys sind in Feierstimmung. Sie schlagen den Meister zum Auftakt mit 2:0. Und sie machen damit ihre Fans zum dritten Mal hintereinander glücklich. In der letzten Saison hat es Heimspielsiege, 3:1 und 2:1. Und jetzt einen also zum Auftakt in die neue mit 2:0. Stimmen zum Spiel gibt es an dieser Stelle. Wir fangen mit den beiden Trainern an. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, dass man einen schlechten Match gemacht hat. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, man war eigentlich sehr gut drin. Die erste Halbzeit mehr Ball gehabt, aber es war von Anfang an sehr ein physisches Spiel gewesen, mit sehr viel Zweikämpfen, mit viel Duell. Und schlussendlich ist glaube ich auch das, was viel Kraft wegnimmt und was vielleicht IB ein bisschen stärker war mit den langen Bällen und so. Aber wir haben es lange Zeit gut gemacht und nachher kommt halt so eine individuelle Aktion vom Rave. Juri gerade mit einer super Einzelaktion, aber was auch wichtig ist, dass er noch aufgeschaut hat und diesen Ball auch ins Eck platziert hat. Und ich freue mich auch für Miralem, dass er der oft im Training diese Freistöße auch übt, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt auch genau so ein Ding reinhaut in die Maschen. Das war natürlich dann der Knackpunkt, der Schlüssel zum Sieg. Ja, ist sicher ein riesen Einstand für mich, auch für das ganze Team. Sicher ein gelungener Einstand, vorausverkauftem Haus. Ist sicher schön, so Einstand dürfen zu feiern. Aber jetzt geht es schon weiter, Schlag auf Schlag. Ja, sicher haben wir so etwas anderes vorgestellt. Wir haben das Spiel auch wollen gewinnen. Aber schlussendlich sind sie effizient gewesen, haben ihre Goal gemacht. Wir haben zu wenig Torchancen, glaube ich, rausgespielt und fast nie aufs Goal geschossen. Und darum haben wir das Spiel nicht gewinnen können.